Leith, ist das dein erster Besuch auf der Kieler Woche? Nein, ist nicht mein erster Besuch. Zehn, irgendwas zwischen 8 und 12 Mal, glaube ich, inzwischen bespielt. Und das immer wieder gerne. Was war bisher dein Highlight? Kannst du dich an irgendwas besonders gut erinnern? Oder was würdest du dieses Mal sehr, sehr gerne angucken? Also es gibt zwei Dinge, wo ich mich immer freue. Das ist natürlich einerseits das Konzert, weil Kieler Woche ist einfach in sich so eine ganz klare, feste Größe, auch bei den Jungs und bei mir im Kopf. Dann Poffertjes essen, rumlaufen, Poffertjes essen, macht ja einfach irgendwie besonders viel Spaß, weiß nicht wieso. Sollte dieses Jahr auch klappen. Gibt es einen Lieblingsort, den du hier in Kiel hast, den du immer wieder ansteuerst? Es gibt einen Lieblingsort, weil ich kenne nur das Ostseekai. Es ist so, wir fahren immer den gleichen Weg nach Kiel rein und fahren eigentlich immer an die gleiche Stelle. Dieses Jahr spielen wir allerdings nicht dort und deswegen lerne ich, glaube ich, endlich mal was Neues kennen. Ich hörte, es gibt hier ein Café, das du ganz besonders magst. Magst du da was drüber sagen? Mal sage ich gerne was zu Café Loppo. Da ich ja sozusagen Café-Nerds in der Band habe, die uns in jeder Stadt fast schon zwingen, Cafés, Third-Wave-Cafés aufzusuchen, was großartig ist, ehrlich gesagt, sind wir da ein paar Mal vorbeigekommen und ich hoffe, das auch dieses Mal wieder tun zu können. Okay, apropos Kaffee, kleine Gegenüberstellung, Kaffee oder Bier? Erst das eine, dann das andere, in jedem Fall. Pommes oder Zuckerwatte? In jedem Fall Pommes. Oder Poffertjes? Oder Poffertjes. Lecker. Okay. Bühne oder Studio? Bühne macht viel mehr Spaß. Okay, apropos Bühne, wann stehst du hier auf der Bühne? Gut, dass du fragst. Schön, dass Sie fragen. Am Freitag spielen wir um 20.30 Uhr auf der Rathausbühne mit Orchester. Orchester, das wird eine ganz schöne Sache. Ich las auch schon viel über die letzten Jahre und ich kenne ein paar Kollegen, die schon gespielt haben hier diesen Event und freue mich sehr.